Hallo, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Deponia. In der letzten Folge haben wir einiges geschafft. Wir sind mit. Ich finde es immer lustig, wenn er anfängt zu tanzen. Wir sind mit Goal zu Glitus. Wir haben es auch geschafft, dass wir auf dem Weg nach Elysium waren, waren aber dann so ehrlich und haben gesagt: Du Goal, weißt eh, Deponia und so gibt's wirklich. Und naja, jetzt müssen wir gucken, dass wir ihre alte Erinnerung wiederfinden. Das muss schneller gehen. Ich brauche diese Codes. Ja, Herr Amtmann, Sie wissen doch, was auf dem Spiel steht. Wenn es nach Ulysses ginge, würden wir hier alle auf Deponia verenden. Ja, Herr Amtmann. Gibt es Probleme, Argus? Nein, Herr Oberkontrollrat. Nur ein durchgeschmortes Relais. Das ist jetzt unwichtig. Ich möchte ein paar Worte an die Mannschaft richten, bevor wir nach Portafisco aufbrechen. Sofort! Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Ihr habt den Mann gehört. Auf, auf! Okay. Das ist meine Chance. Das heißt, jetzt holen wir uns schnell die Datasette. Eigentlich müssten wir das Backup. Keine Zeit. Sie könnten je. Ah. Hallo. Na, überrascht? Du dachtest wohl schon, du hättest es geschafft. Das Glück ist mit den Gerechten und so. Tja, falsch gedacht, mein Freund. Es ist fast schon tragisch. Einmal im Leben entscheidest du dich, das Richtige zu tun, und schon kostet es dich alles. Deinen großen Traum, die Liebe deines Lebens, deinen Heimatplaneten. Tja, ich würde dich ja jetzt gerne bedauern, aber das Hochboot ist in Betrieb. Die Aufstiegscodes sind eingegeben. Ich will Elysium einfach nicht länger warten lassen. Immerhin erwarten die einen Bericht von mir. Ich hätte auch bereits aufbrechen können. Aber was soll ich sagen? Mein schlimmer Rücken. Ich will einfach nicht allein rudern. Also, gib mir die Backup-Datasette. Goals Erinnerungen an euren Fehlstart dürften noch im Kurzzeitspeicher liegen. Die sind schnell gelöscht. Gib sie mir. Das könnte dir so passen. Gib ihm die Datasette. Was ist hier los? Der Organon. Immer pünktlich, immer zuverlässig. Ich glaube, hier ist eine kleine Entschuldigung fällig. Sieht so aus, als ob die Ratte ihren Käse nicht geschluckt hätte, Amtmann. Aber ich bin nicht nachtragend. Wenn mir Rufus die Backup-Datasette aushändigt, werde ich unseren Plan wie besprochen durchführen. Jetzt mehr denn je. Du hast den Mann gehört, Rufus. Gib ihm die Datasette. Komm schon, Rufus. Sei vernünftig. Ich werde ohnehin nach Elysium gehen. Du kannst daran nichts mehr ändern. Wenn du mir die Daten jetzt gibst, kannst du wenigstens noch Goal retten. Also, haben wir eine Abmachung? Niemals! Tja, dann muss ich wohl selbst rudern. Schade, schade, schade. Aber ich hätte mir eigentlich denken können, dass dir dein Stolz wichtiger ist als Goals Leben. Ich wette, du hast schon eine tolle Lügengeschichte parat, wenn sie aufwacht. Und merkt, dass du ja in erste Reihe Ticket für den Weltuntergang besorgt hast. Warte noch! Verschwende nicht meine Zeit. Gib mir die Datasette oder lass es bleiben. Wir können doch über alles reden. Und warum sollte ich dir zuhören? Ich will nur die Datasette, weiter nichts. Du hast gewonnen. Hier ist die Datasette. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Und ich wette, Goal wäre dir auch sehr dankbar. Leider wird sie nie erfahren, dass du überhaupt existiert hast. Ha? Deponia wird so ein schönes Feuerwerk für unsere Hochzeit abgeben. Echt schlimm. Echt schlimm, der Kerl. Ich hasse diesen Typ. Ach was. Glitus? Was ist passiert? Eine Menge. Kannst du dich etwa nicht mehr erinnern? Natürlich kann ich mich erinnern.
Ich war mit dir auf einem Organon-Kreuzer. Wir wollten Deponia inspizieren, richtig? Wir sind auf Deponia, aber unsere Mission ist beendet. Habe ich geschlafen? Es gab einen Unfall. Du bist vom Kreuzer gefallen. Darum kannst du dich auch an nichts erinnern. Aber schau dich um. Deponia ist verlassen. Unfassbar. Nichts als Schrott. Ja, nichts. Nun komm, lass uns zurück nach Elysium. Wir müssen unsere Hochzeit vorbereiten. Ja, lass uns gehen. Sie ist viel größer als er. Tja, das war's dann wohl. Ich geh dann auch mal. Der Weg nach Kuvak ist weit und ich muss mich noch auf die Apokalypse vorbereiten. Nicht so schnell, Freundchen. Du dachtest doch nicht wirklich, dass wir dich laufen lassen. Ach Mensch. Du weißt zu viel. Außerdem glaube ich, dass du noch etwas hast, das uns gehört. Ach ja, die Datasette. Was ist? Worauf wartest du? Gib sie mir. Hoppla. Nein! Macht's gut, ihr Trottel. Oh, nee. Schnapp diesen Verräter. Erschießt ihn. Na, mein Freund. Hast du was verloren? Die Datasette. Bravo, Herr Oberkontrollrat. Oh Gott. Was für eine miserable Beinstellung. Au. So, es reicht. Hoch die Fäuste. Au. Nicht ganz so hoch. Es ist aus. Ich muss weg. Halt! Stopp! Juhuhu. Jawohl! Was tust du? Die Augen! Den Sturz überlebt nun mal keiner. Au! Na, so schnell wieder zurück? Das war ein beeindruckender Sprung. Und mitten in den Nadelhaufen. Habe ich so noch nicht gesehen. Respekt. Alles klar, Kleiner? Du klingst ein wenig ausgepowert. Ich glaube, ich habe meinen Rückgrat, ich glaube, ich habe eine Nadel im Auge, ich habe die Liebe meines Lebens in den Schlüssel verloren, ich habe meine Passage nach Elysium verpasst, ich glaube, ich habe einen Schuh verloren. Okay, das Einzige, was du machen kannst, Daumen nach oben, ist okay. Hussa und so, Errungenschaft freigeschalten. So, der Kurs ist gesetzt. Unsere nächste Station ist der schwimmende Schwarzmarkt. Gut, gut. Passt rein. Alles klar bei dir, Rufus? Du hast noch gar nicht zu Ende erzählt, was auf dem Turm vorgefallen ist. Ich will ja nicht zu neugierig erscheinen, aber... Ist Deponia jetzt gerettet? Das liegt nicht mehr in meiner Hand. Jetzt ich hab grad Gänsehaut. Geplättet, denn die Datasette wurde nicht resettet, genau wie geplant. Die Welt war gerettet, an die er gekettet. Ich wette, ihr hättet dasselbe getan. Und willst du mich jetzt noch zwingen, den Müll rauszubringen, abzuwaschen, zu saugen und Dinge dieser Art? Hast du wohl nicht aufgepasst? Der Punkt ist doch das. Hussa und so, der Kurs, volle Fahrt. Hussa, der Chor ist am Start. Die End? Fragezeichen, das gefällt mir umso mehr. Wow. Wow, wow, wow. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am Anfang eine Zeit gebraucht, ins Projekt reinzukommen. Aber
es macht mega Spaß und ich freue mich schon auf die nächsten Teile. Das nächste ist, glaube ich, Chaos auf Deponia und dann kommt noch Deponia Doomsday und Goodbye Deponia und so. Also ich freue mich da jetzt auf alle Teile. Ich muss schon mal sagen, Dedelic, Daumen nach oben. Ich bin riesengroßer Fan von den Spielen, bis jetzt von jedem. Habe ja auf meinem Kanal jetzt noch The Night of the Rabbit laufen. Der zweite Teil von Deponia wird nahtlos hier dran gesetzt. Also ihr könnt euch freuen auf weitere Folgen mit unseren lieben Rufus. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge im neuen Let's Play. Bis dahin. Ciao, ciao.